Erst einen Tag alt und schon drängeln sich auf der niegelnagelneuen Sportanlage der Turngemeinde in Berlin, kurz TIP, die Läufer. Rund 500 waren gekommen zur 33. Auflage des Kreuzberger Viertelmarathons im Jubiläumsjahr des ältesten Berliner Sportvereins. Die Leute, die jetzt heute zu uns kamen, konnten die neue Anlage kennenlernen, sodass wir uns natürlich da auch erhoffen, dass wir mehr Mitglieder noch gewinnen können. Und für den Bezirk Kreuzberg, denke ich mal, ist diese Anlage ein unheimliches Schmuckstück. Und das konnten wir hiermit jetzt auch präsentieren. Und vom Schmuckstück am Columbiadamm aus geht es dann auf die 10,5 Kilometer lange Strecke quer durch Kreuzberg. Besonders schön natürlich für die Athleten, die hier zu Hause sind. Es ist halt immer schön, durch Kreuzberg zu laufen. Also ich komme ja hierher und irgendwie waren viele Leute am Streckenrand, die mich angefeuert haben, die mich kannten. Und also es war toll. Dank eines berührungslosen Messsystems erfahren die Läufer ihre Zeit direkt bei Zieleinlauf. 36,40 ist ja perfekt. Dann ist die Bestzeit auf jeden Fall. Da bin ich sehr glücklich drüber. Perfekt. Tipp, tipp, hurra! Ja, Mann! Danke, Kempelamna! Der 18-Jährige holt sich mit dieser Zeit übrigens den Sieg in seiner Altersklasse. Nur 8 Sekunden hinter Gesamtsieger Luis Helmut. Die schnellste Frau ist extra aus dem Schwabenland angereist, trotz leichter Erkältung. Ich bin einfach nur gelaufen, so wie es ging, und es hat funktioniert. 39,39, wie gesagt, nichts vorgenommen, gewonnen und super glücklich. Das Wetter ist auch perfekt, was will man mehr? Ob Kinder, Jedermann oder Hauptlauf. Dank der schon erwähnten Smart-Track-Anlage und der Unterstützung von Lausitz Timing bekommt jeder Läufer von klein bis groß übrigens direkt im Ziel seine Urkunde. Die sollte gut aufbewahrt werden, um die Zeit zu vergleichen. Mit der beim 34. Kreuzberger Viertelmarathon im nächsten Jahr. Oh, oh, oh.